Kevin Spatzei, Prozess startet Juni in London. Der Starttermin für den nächsten Prozess gegen Kevin Spatzei, 63, ist verkündet worden. Der Prozess gegen den Schauspieler beginnt laut mehrerer Medienberichte am 28. Juni, wie am Freitag im britischen Sudbury Crown Court bekannt gegeben wurde. Er ist für etwa 4 Wochen angesetzt. Kevin Spatzei habe am 21. April per Videoschalte an einer vorgerichtlichen Überprüfung in London teilgenommen. In einem grauen Anzug bestätigte der 63-Jährige demnach seine Identität vor Gericht und wohnte einer etwa 15-minütigen Anhörung bei. Spatzei sieht sich in Großbritannien mit insgesamt 12 Fällen angeblicher sexueller Übergriffe gegen 4 Männer konfrontiert. Im Januar hatte er vor dem Sudbury Crown Court in allen 7 Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Im Juli 2022 hatte der Schauspieler sich bereits vor dem Londoner Gericht Old Bailey in 5 Anklagen wegen Übergriffen gegen 3 Männer zwischen 2005 und 2013 für nicht schuldig erklärt. Die Fälle werden nun voraussichtlich alle in einem Prozess verhandelt. In einem anderen Verfahren in den USA konnte der Schauspieler im Oktober letzten Jahres einen juristischen Sieg verbuchen. Sein Schauspielkollege Anthony Rapp, 51, hatte ihm vorgeworfen, ihn im Jahr 1986, als Rapp gerade einmal 14 Jahre alt war, sexuell belästigt zu haben. Die Jury in New York befand Spatzei für nicht schuldig.